bei uns geht es nur um dieses Genießen, um dieses unmögliche Ding, nämlich wie das Genießen versucht, jenes Loch in seiner Gleitbewegung zu stopfen, um der Auslöschung zu entgehen, was ihm aber auch nicht gelingt und weshalb es in Frage zu stellen ist, als ein sich artikulierendes oder sprechendes, das nur spricht, weil dieser Abgrund nicht zu füllen ist und das also nicht die Wahrheit, wie sie bei Lacan in diesen vier Diskursmathemen, in diesem Durchgleiten sein kann, sondern die Wahrheit muss in der Artikulation liegen, dass auch Genießen oder Begehren auf der Seite des Phantasmas liegen, zu glauben, es könnte die Körper könnten noch immer wieder neu sich generieren, den Abgrund irgendwann zu erfüllen, dass die nietzscheanische Wiederkehr des Unendlichen, des Ewigen, des immer wieder Gleichen auftaucht. Wir haben gesagt, es muss wiederkehren als das nie wieder Gleiche, das immer wieder Holten oder das immer nie. Nee, jetzt wissen wir selber nicht mehr unsere Formel, aber das macht nichts.